Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in den Sebamed-Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei DM bekommt man ihn für 39,95 und ich habe noch nie vorher einen Sebamed-Adventskalender gesehen und die haben sich jetzt wahrscheinlich dieses Jahr überlegt, springen wir auch mal auf den Zug auf, denn es gibt unglaublich viele Adventskalender auf dem Markt und ich packe sie so gut wie alle aus, glaube ich. Ich habe Bock. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr auch auf Adventskalender-Unboxing steht und auch generell auf Beauty-Content, das gibt es nämlich hier auch einfach generell ganzjährig. Dann habe ich hier einen Adventskalender für die ganze Familie, steht hier drauf. Ich gehe davon aus, dass es ein Pflege-Adventskalender ist, ne? Und vom ersten Denken her würde ich sagen, der optimale Adventskalender für meine Mom, für meine Stiefmom, für meine Oma zum Beispiel. Aber ich möchte auf jeden Fall mit euch zusammen hineinschauen und wissen, was denn wirklich drin ist. Designtechnisch haut mich das nicht so vom Hocker. Die Frau ist wunderschön und auch dieses Pflegegeist-Ding ist irgendwie ganz, ganz schön gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das feiern würde, einen ganzen Monat lang das Ding bei mir im Wohnzimmer stehen zu haben. Er kommt vollkommen ohne Ständer daher. Das ist ein bisschen schwierig, ihn dann hinzustellen, aber man findet schon eine Möglichkeit. Das erste Produkt ist die Body Milk, reichhaltige Pflege mit Shea Butter für empfindliche Haut, reaktiviert die Spannkraft der Haut und so weiter. Ne? 50 Milliliter, ein wirklich gutes, solides Produkt und ein guter Start auch in die Weihnachtszeit, muss ich sagen. Das Produkt aus dem 2. Dezember ist etwas, was ich eigentlich als erstes Produkt von Sebamed bei uns zu Hause mal gesehen habe. Und zwar ist es eine flüssige Waschemulsion für die tägliche seifenfreie Reinigung. Ich glaube, dass wir das auch als Intimwaschlotion zu Hause hatten. 50 Milliliter sind das. Und genau als solche werde ich das hier auch für mich verwenden. Weil man sollte sich untenrum auch nur mit dafür geeigneten Produkten oder eben nur mit Wasser waschen. Nicht mit irgendwelchen parfümierten Sachen oder hast du nicht gesehen. Also es muss schon dazu passen. Ansonsten ist es unangenehm, glaube ich, langfristig gesehen. Und ja, finde ich gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die etwas kleiner daherkommt. Mit 20 Millilitern ist es ein Shampoo für trockene Haut, Urea Akut 5%. Wenn du so eine juckende Kopfhaut hast und trockenes Haar, ist das ein tolles Produkt oder soll es sein. Es soll den Juckreiz lindern und dann alles entsprechend pflegen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool, denn gerade jetzt aktuell, ne, es sind, jetzt wo ich das Video drehe, sind es draußen täglich so 30 Grad und ich habe diese Mütze auf, ich habe dieses Kleid an, ne? Ich brauche entsprechend Liebe und Pflege am Abend und da kommt natürlich so ein sehr mildes, sehr pflegendes Shampoo wie gerufen für mich. Hier haben wir die Nummer 4. Eine Wellness-Dusche mit Wasserlilienextrakt, die die Haut entspannen soll und besonders mild reinigen soll, reden. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Hatte ich gerade erst in einer Beautybox tatsächlich in einer Full-Size drin enthalten. Da wird sicherlich auch jemand meiner vielen Mütter, Omas, Mütter, Stiefmütter und so weiter und so fort sich drüber freuen dürfen. Am Tag vor Nikolaus haben wir ein Produkt drin, am 5. Dezember, was ich mir in viel größer gewünscht hätte, denn ich verwende sowas ständig. Trockene Haut, Fußcreme, Urea Akut, 10%. Das ist so, so genial. 10 Milliliter sind da leider nur drin. Also das wird nicht so lange bei mir halten, aber ist nicht schlimm. Ich werde euch im Aufgebraucht halt davon berichten. Das ist so ein Format, was ich monatlich drehe, wo ich euch meine leeren Produkte zeige. Das macht auf jeden Fall Sinn. Entschuldigung. Ja, zum 6. Dezember, also zu Nikolaus, möchte der Adventskalender, dass wir wohlriechend sind. Hier ist eine Full-Size von einem Balsam Deo Sensitive ohne Aluminiumsalze, 48 Stunden, 50 Milliliter drin. Ne, finde ich wirklich gut. Also ich verwende Deo-Roller am Abend, nachdem ich geduscht habe. Und da kann ich mir sowas auch sehr gut vorstellen, weil das dann auch sehr wahrscheinlich etwas milder zur Haut sein wird. Das ist ja auch hier pH-Wert 5,5 geprüft und so weiter. Ne, finde ich gut. Am 7. Dezember haben wir wieder so eine kleine Tube mit leider nur 10 Millilitern drin. 2% Vitamin E, das ist das Schönheitsvitamin. Und das ist eine Creme. Trägt zum Schutz vor freien Radikalen bei, pflegt die Haut geschmeidiger, also eine Gesichtscreme. Eine schöne Basiscreme, würde ich jetzt mal so sagen, die ich gerne mit einem Wirkstoff-Serum kombinieren würde. Aber ja, halt ein hautverträgliches Produkt, was einfach gut sein wird, denke ich mal. Also Sebamed verbinde ich halt auch einfach mit, ist eine gute Marke. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, denn man hört da auch wirklich nur Positives von. Also ich habe bislang noch nie was Negatives gehört. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier haben wir ein seifenfreies Waschstück für sensitive und anspruchsvolle Haut drin enthalten, das mit verschiedenen Produkten, Inhaltsstoffen sehr schön pflegend sein soll. Was ist denn hier die Mengenangabe, sag mal?
20 Gramm. Okay, ja, schaut so aus. Und sowas ist halt wirklich super, super mild. Ne? Also, dass du auch gar nicht irgendwie Seife oder so an deine Haut lässt. Es kommt auch immer darauf an, wie sensibel ist deine Haut. 20 Gramm ist natürlich ein sehr, sehr kleines Produkt, ne? Aber du, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Produkt freuen, was halt auch für Baby und Kinder geeignet ist, ne? Also das haben wir auch aktuell tatsächlich in Anwendung für Julius. Waschlotion, Haut und Haar. 20 Milliliter sind hier drin. Das ist einfach ein, ja, Produkt, was man verwenden kann, wenn man die zarte Babyhaut reinigen möchte. Die brauchen halt wirklich sehr, sehr milde Produkte, die nicht in den Augen brennen und die die Haut nicht reizen durch Parfümstoff oder sonst irgendwas, und da fährt man damit echt gut. In der Nummer 10 darf es mit einer sehr kleinen Größe einer Lotion weitergehen. Ganze 15 Milliliter sind hier drin. Urea Akut 10%. Das ist halt aber wirklich, du kannst dieses Produkt gezielt anwenden. Also wenn du so habe ich oft im Winter, weil ich Stiefel trage und Strumpfhosen. Da kann die Haut leider nicht ganz so gut atmen. Und dann kriege ich an den Schienbeinen immer so eine, ist es Reibeisenhaut oder so, ich weiß es nicht. Also halt sehr unangenehm. Und da kann ich das dann drauf machen und dem Ganzen entgegenwirken. Ja. In der Nummer 11 haben wir einen Pendant zu dem vorvorigen Produkt drin. Und zwar für Baby und Kind eine Pflegelotion. Kann man natürlich auch als Erwachsener verwenden, wenn man jetzt kinderlos ist und den Adventskalender öffnet. Also meine Oma zum Beispiel. Ne? 20 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Und ja, das ist dann auch wirklich ein sehr sanftes Produkt, was die Haut auch gut pflegen wird. Wir haben hier Parfüm drin. Okay, ja, aber es soll dafür geeignet sein. Ohne Mineralöl. Auch das ist doch ganz nett. Zur Halbzeit, 12. Dezember, kommt jetzt wieder ein etwas größeres Produkt hier zu uns. Und zwar ein 2-in-1 Produkt, Sportdusche für Haut und Haar, vitalisierend und erfrischend. Da sind 50 Milliliter drin, und das hier ist ja auch ein Adventskalender für die ganze Familie. Also vielleicht hat man ja auch eine Familie, Vater, Mutter, Baby und keine Ahnung, Grundschulkind oder so, ne? Und ich glaube, da wird man dann definitiv alle Produkte sehr gut einsetzen können, oder? Am 13. Dezember haben wir jetzt etwas drin, was auch eine Lotion ist, so wie das hier, nur halt größer. Und das ist eine Feuchtigkeitspflege mit Kamillenextrakt, also nicht mit Urea, für empfindliche Haut. Zieht schnell ein, das ist immer ganz nett. Und da sind 50 Milliliter drin. Also eine schöne, große Größe. Jetzt nicht Full Size, ist klar. Hätte ich jetzt auch in dem Adventskalender nicht vermutet von solchen Produkten, weil dafür ist der einfach auch zu klein. Aber finde ich gut. Ohne Parabene ist das Produkt, und ja, ist gut. Gut, gut. Der 14. Dezember enthält eine flüssige Waschemulsion mit 20 Millilitern. Ich denke, fürs Gesicht ist es dann, oder? Da ist eine Olive drauf abgebildet. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch mit Olive sein wird. Ja, Gesichtsreinigung ist eine wichtige Sache, ganzjährig. Die Nummer 15 wollte schon zur Nummer 7 runterrutschen und sich mit dem Produkt anfreunden. Aber nein, ich habe sie jetzt hier rausfischen können. Ein Everyday Shampoo für die tägliche Haarwäsche. Da sind auch wieder 50 Milliliter drin enthalten. Und ich finde es wirklich gut, dass wir bei diesen Größen, also bei diesen 50 Milliliter Größen, auch so ein, ne, Rausmach-Ding haben. Und ja, dann hat man nicht irgendwelche Deckel, mit denen man in der Dusche hantiert. Ist halt praktischer. In der Nummer 16 haben wir eine frische Dusche, auch wieder mit 50 Millilitern drin, mit Allantoin. Und das ist dieses Produkt. Ich weiß nicht, was genau. Ich glaube, Allantoin ist auch wirklich feuchtigkeitsspendend oder so. Ich muss jetzt nur mal eben kurz gucken. Ich bin ja immer so ein Mensch, der sagt, drei von einer Sorte pro Adventskalender. Wir haben jetzt die Wellness-Dusche. Wir haben, gut, die Babysachen, die lasse ich da mal außen vor. Wir haben die Sportdusche und wir haben diese hier. Also es dürfte jetzt theoretisch nicht noch eine Dusche kommen, weil das wäre dann ein bisschen viel. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns eine Handcreme, 10 Milliliter, und die ist auch wieder aus dieser Urea-Akut-Reihe mit 5% Urea. Finde ich sehr, sehr gut. Also man sollte bei Urea immer ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt vielleicht irgendwo, ich jetzt aktuell würde nicht so gerne, oh, ich blute, oh nein, würde jetzt nicht so gerne eine Handcreme mit Urea verwenden, weil das brennt, ne? Das arbeitet halt mit der Haut, und dementsprechend sollte man da ein bisschen aufpassen. Wenn du aber einfach nur raue Hände hast, ist Urea 1A. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir haben hier wieder ein Shampoo drin, und das ist jetzt unser drittes, und das muss jetzt auch reichen. Anti-Schuppen-Shampoo, ja, das hört sich alles soweit gut an. Pflegeformel verleiht Glanz und Volumen, 50 Milliliter, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ne? Eine pflegende Geschichte, eine milde Geschichte. Und jetzt soll es aber bitte mit anderen Produkten aus dem Sortiment weitergehen. In der Nummer 19 haben wir jetzt eine weitere Fußcreme. Wir hatten ja schon eine mit Urea Akut 10%. Und das hier ist jetzt eine parfümfreie Urea Akut 10%. Okay, 10 Milliliter sind hier drin. Sehr wahrscheinlich werde ich dann auch die Fußcreme von der 5 aufgebraucht haben. Also für mich persönlich würde das durchaus Sinn ergeben.
Ne? Aber ich habe eigentlich noch nie einen Adventskalender gehabt, wo ich 2 Fußcremes drin habe. Das ist jetzt wirklich sehr verwirrend, aber ist okay. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier werden wieder Baby und Kind glücklich gemacht. Und zwar mit einer Pflegecreme für Gesicht und Körper mit Panthenol. Das ist sehr, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm. Intensivpflege für Gesicht und Körper. Auch bei trockener Haut und Reizung geeignet. 10 Milliliter. Ist eine kleine Geschichte, eine schöne Reisegröße. Ne? Oder eine Probiergröße, wenn man sagen möchte, Mensch, vielleicht hole ich mir demnächst die mal in der Full Size, wenn meinem Kind das halt super gut gefällt und das Kind das halt auch gut verträgt. Okay, die tricksen am 21. Dezember, aber es ist okay, es ist ein Duschöl. Pflegend mit Avocadoöl für trockene und empfindliche Haut und hier sind auch 50 Milliliter drin. Nein, das ist wirklich okay. Es ist keine Dusche in dem Sinne, es ist ein Duschöl. Also komme ich damit klar. Und auch gerade zur Weihnachtszeit oder Winterzeit ist die Haut ja noch ein bisschen trockener als sonst. Und dann verwendet man auch lieber mal ein Duschöl, weil das auch so richtig schön feuchtigkeitsspendend ist. Und dann brauchst du manchmal einfach auch gar nicht noch im Nachgang dich eincremen. Also finde ich gut. Das ist interessant. Am 22. Dezember haben wir eine Spezialcreme für trockene Haut mit Phytosterolen drin. Langzeitpflege mit Phytosterolen bei trockener Haut beruhigt empfindliche Haut, gleicht Spannungsgefühle aus. Ich weiß nicht, ob das so eine punktuell anzuwendende Creme ist oder ob man diese Creme im Gesicht anwendet. Das weiß ich wirklich nicht, denn Gesicht, Hals und Dekolleté. Ach, süße wohl. Also doch im Gesicht. 10 Milliliter. Ja, haben wir hier noch eine weitere Gesichtscreme drin, aber das scheint dann wirklich eine sehr, sehr speziell geeignet für empfindliche Haut, für trockene Haut Creme sein. Finde ich wirklich gut und darf hier auch tatsächlich noch aufgrund der Anzahl Geschichten nicht fehlen. Habe ich überhaupt gar keine Gesichtscreme hier drin? Doch, eine hatte ich hier, ich wollte schon sagen. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, dürfen wir nochmal unsere Haut eincremen. Die ist jetzt Urea Akut 10% parfümfrei. Und wir hatten ja vorne vorher die Urea Akut 10% wahrscheinlich auch mit Parfüm. Okay, ja, die vierte. 15 Milliliter sind hier drin. Ja, na gut. Aber dann ist man wenigstens gepflegt zum Heiligabend, ne? Ist doch eine schöne Sache. Okay. Ich bin gespannt, was wir jetzt an Heiligabend selbst drin haben. Da gucken wir jetzt mal zusammen rein. Richtig genial würde ich jetzt persönlich ein Serum finden, bin ich ehrlich, ne? Das würde ich hart feiern. Aber lassen wir uns mal überraschen, dann seht ihr nämlich auch mal, was ich hier die ganze Zeit mit meinen Fingern anstellen musste. Und weswegen da der ein oder andere, Kratzer gekommen ist. Es ist nämlich sehr, sehr hartnäckig hier, das Material. Die Perforation ist nicht ganz so genial, ne? Okay, hatten wir das nicht eben schon? In klein drin? Hä? Das ist ein seifenfreies Waschstück für empfindliche und problematische Haut. Okay, ja, ist theoretisch ein ganz gutes Produkt. Das dürfte auch eine Full Size sein. Da haben wir 100 Gramm drin. Das hatten wir halt nur schon irgendwie in klein mit dabei. Oder nicht? Das hier war mit Phytosterolen und das hier erhält das Mikrobiom. Ja, weiß ich nicht. Ist das so das Produkt von Sebamed? Würde ich jetzt nicht so denken. Ne? Fördert den hauteigenen Schutz gegen Bakterien und Pilze mit Reinigungsstoff auf Basis natürlicher Aminosäuren. Das ist eine blöde 24. Was meint ihr? Der Adventskalender ist jetzt komplett geöffnet. Ich sehe die Produkte vor mir und muss sagen, keine Ahnung, ob Sebamed wirklich ein so kleines Sortiment hat. Ich hätte gedacht, dass die vielleicht noch ein paar mehr Produkte so mit dabei haben, dass man vielleicht noch eine Augencreme drin hätte, dass man vielleicht noch irgendwie, ja, halt, keine Ahnung, ein Serum mit drin hat oder so. Oder was für die Badewanne oder so. Das ist also ein Basic-Adventskalender, der sicherlich auch gute Produkte enthält. Also es hört sich für mich auch sehr, sehr ansprechend an, ne? Und ich denke auch, und ich blende es euch hier oben mal ein, dass er sein Geld auch wohl wert ist. Ich bin jetzt nur nicht so geflasht. Ihr könnt mir aber auch super gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, denn Schwarmwissen ist immer cooler als so Einzelwissen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Solider Adventskalender, aber er haut mich nicht vom Hocker, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.